Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Sunny Side of Life und damit herzlich willkommen zu Tag 2 der allerlei vom Apfel-Thementage. Heute machen wir Apfelgelee und aus den übrig gebliebenen Apfelstücken machen wir dann noch Apfelkompott. Die Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Wir verwenden heute Äpfel. Ich habe ein bisschen mehr als in der Videobeschreibung steht, einfach weil es aus dem Garten ist, unbehandelt. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr wegschneiden müssen als bei gekauften Äpfeln. Dann benutzen wir noch 2 zu 1 Gelierzucker und ein bisschen Wasser. Gerne könnt ihr auch etwas Zitronensaft oder andere geschmacksgebende Zutaten verwenden. Wir beginnen wie in allerlei von Apfelthementagen eigentlich damit, dass wir die Äpfel schälen, vom Kerngehäuse befreien und sie dann in mundgerechte Stücke schneiden. Für das Apfelgelee kochen wir einfach das Wasser zusammen mit den Äpfeln auf, lassen das Ganze etwa 15 Minuten kochen. Für Gelee darf man generell nur Saft verwenden, ansonsten ist es kein Gelee. Damit wir nicht zu viel Flüssigkeitsverlust haben, kochen wir das Ganze mit einem Deckel auf. Könnt den Saft der Äpfel natürlich auch gewinnen, indem ihr sie entsaftet. Wir kochen das jetzt quasi aus. Nachdem das nun etwa 15 Minuten gekocht hat, nehmen wir uns ein Sieb, legen das mit einem sauberen Baumwollhandtuch aus und lassen das Ganze abtropfen. In meinem Fall ungefähr so 2-3 Stunden, am besten über Nacht. Bei mir sind nur ca. 600 Milliliter Apfelsaft herausgekommen. Ist wohl doch ein bisschen sehr viel verkocht an Flüssigkeit, aber das macht ja nichts. Ich schreibe euch einfach die geänderte Mengenangabe in die Videobeschreibung. Und wir kochen jetzt den Apfelsaft zusammen mit dem Gelierzucker auf. Und wenn das Ganze dann sprudelnd kocht, lassen wir es auch mindestens 4 Minuten sprudelnd kochen. Hier neben habe ich mir noch die Apfelstücke beiseite gepackt, die eben beim Auskochen des Saftes übrig geblieben sind. Die muss man nicht wegschmeißen. Daraus machen wir danach mit ein bisschen Rohrzucker und ein paar Gewürzen ein leckeres Apfelkompott. Jetzt sprudelt das Ganze relativ gut. Das solltet ihr, wie gesagt, mindestens für 4 Minuten sprudelnd kochen lassen. Anschließend macht ihr eine Gelierprobe, indem ihr euch einen kleinen Teller nehmt und ein bisschen was von der Masse hier drauf gebt. Das lässt man dann ungefähr 1 bis 2 Minuten stehen und wenn die Masse dann dicklich fest geworden ist, also nicht mehr wirklich hin und her fließt, dann ist sie fertig. Ansonsten noch etwas weiter kochen lassen, nochmal eine Gelierprobe durchführen. Zwischendurch natürlich auch umrühren, nicht vergessen. Und wenn die nächste Gelierprobe auch nichts wird, versucht entweder ein bisschen mehr Gelierzucker hinzuzugeben oder lasst es noch länger kochen. Eins von beiden sollte auf jeden Fall funktionieren. Das Ganze sprudelt jetzt schon seit circa 4 Minuten vor sich hin. Wir nehmen uns jetzt einen ganz kleinen Schluck, geben den hier auf den Teller, warten circa 1 bis 2 Minuten. In der Zeit kocht es natürlich weiter und dann schauen wir mal, was unsere Gelierprobe sagt. Ich habe den Herd jetzt schon mal ausgemacht und nehme das hier runter. Unsere Gelierprobe sagt nämlich, dass das ziemlich gut ist von der Konsistenz. Da läuft nicht mehr großartig hin und her. Das Ganze wiegen wir uns jetzt einmal ab, um zu wissen, wie viel Gesamtgewicht wir haben. So, wir sind bei ungefähr 600 Gramm. Das teilen wir uns jetzt auf 4 Gläschen auf, also a 150 Gramm. Bitte achtet darauf, dass eure Werkzeuge, alle Werkzeuge, absolut sauber sind, da sie sonst ja das Lebensmittel beeinträchtigen könnten und es schlecht werden könnte. Man sollte Weggläser auch nie bis komplett unter den Rand füllen, sondern maximal bis 1-2 cm darunter. Das heißt, ich werde jetzt bei den kleinen Gläsern noch mal etwas umfüllen, damit wir das auch einhalten können. Die Gläser verschließen wir jetzt schon einmal mit passendem Deckel und Gummi sowie den Klammern. Und wenn wir mit dem Apfelkompott soweit durch sind, dann geben wir das alles zusammen noch bei 90 Grad für 30 Minuten in den Einkochautomaten. Für das Apfelkompott nehmen wir jetzt die vorbereiteten bzw. schon vorgekochten Apfelstücke. Ich habe euch auch unten das Rezept reingeschrieben, wie das so läuft, wenn ihr komplett frische Äpfel nehmt, statt eben das, was ihr schon beim Kochen verwendet habt. Und da geben wir jetzt einmal noch den Zucker dazu und den Zimt. Könnt, wenn ihr mögt, natürlich auch noch andere Gewürze hinzufügen, wie in meinem Fall jetzt zum Beispiel noch etwas Vanilleextrakt. Jetzt lassen wir das Ganze nochmal kurz aufkochen, füllen es danach wieder in die vorbereiteten Gläser ab und kochen dann alles zusammen ein.
Vor dem Abfüllen in die Gläser könnt ihr euch ein paar zu groß gewordene Stücke auch noch etwas mit einer Gabel zerdrücken. Und den Rest kennt ihr ja schon von eben. Deckel mit Einkochgummi drauf, die Klammern drum und dann wandert das Ganze in den Einkochtopf. Wenn ihr jetzt zwei Schichten habt, so wie ich, dann sollte die untere Schicht mit Wasser bedeckt sein und die obere Schicht ungefähr bis 3/4 unter Wasser stehen. Das lassen wir jetzt, wie gesagt, 30 Minuten einkochen. Zeit beginnt erst, wenn die Temperatur erreicht ist. Dann holen wir es mit einem Glasgreifer raus, lassen das bis morgen abkühlen und schauen uns das Ergebnis an. Das Gelee und das Kompott sind jetzt über Nacht abgekühlt. Wir werden jetzt noch die Klammern entfernen und einen Vakuumtest durchführen, indem wir das Glas am Deckelrand heben. Und wenn es geschlossen bleibt, hat sich ganz sauber das Vakuum gebildet. Es hat jetzt auch bei allen Gläsern wunderbar funktioniert. Wenn ihr ein Glas dabei habt, bei dem das Vakuum sich nicht gebildet haben sollte, das könnt ihr nochmal versuchen einzukochen. Andernfalls verbraucht den Inhalt etwa innerhalb von einer Woche. Ich werde jetzt noch die Ränder der Gläser etwas sauber machen, da sie durch das Einkochen ein bisschen Kalk abgesetzt haben am Rand und werde sie danach noch beschriften. Wie ihr seht, habe ich das Ganze jetzt noch beschriftet. Apfelgelee, denkt dran, besteht immer nur aus dem Fruchtsaft. Kompott hat häufig größere Fruchtstücke mit drin. Für Apfelgelee eignen sich am besten Apfelsorten, die ein bisschen säuerlich sind, wie zum Beispiel Cox Orange, Jonagold oder auch der Boskop. Und wie ihr hier auch sehen könnt, haben wir die nächsten Tage noch ein bisschen was vor. Deswegen war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Ja, und lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.